So, wir haben 16.56 Uhr und heute ist der Tagesumsatz auf dieser Plattform bei 89.957,80 Euro. Hier noch meine AP, die zeigt, wie viel Uhr es ist. Und was ich einfach nur sagen will, ist, dass ein solcher Umsatz absolut außergewöhnlich ist. Ja? Das kannst du nicht über Nacht lernen. Aber wenn du 10 Jahre lang das machst, was ich getan habe, dann könntest du auch eines Tages auf einen solchen Level kommen. Ja, 90.000 Euro an einem Vormittag mit einem Business. Und das sind nur die automatischen Produkte, nicht mal die richtigen Beratungsangebote, die ich verkaufe. Ich habe mindestens noch mal so viel Geld gemacht heute an anderer Stelle. Aber was ich gemacht habe über 10 Jahre lang, ist, mir immer die Frage zu stellen, das ist die eine Frage, um die es hier geht. Wie kann ich wertvoller werden für noch mehr Menschen? Wie kann ich persönlich meinem Angebot, meiner Dienstleistung, meinem Produkt Mehrwert stiften für immer mehr Menschen auf eine immer intensivere Art und Weise? Das ist alles, worum es geht bei der Selbstständigkeit. Und das ist eine Sache, die wird absolut vernachlässigt. Ja? Ich habe mit unserem Unternehmen, wir haben mit unserem Unternehmen in den letzten Jahren über 115 Millionen Euro umgesetzt. So, wie geht das? Ganz einfach, Schritt für Schritt. Du machst dir Gedanken, wie kann ich mit einer Selbstständigkeit Mehrwert stiften? Das heißt also, du musst selbstständig sein. Warum? Weil du nur dann Kontrolle über hast, über Zeit, über den Preis, den du bekommst und über die Energie, die du reinsteckst in eine Art von Angebot. Ja? Normalerweise ist dein Angebot deine Arbeitszeit, die du investierst. Als Angestellter kannst du auch reich werden, kein Problem, aber am Ende des Tages ist es sinnvoll, wenn du wirklich wohlhabend werden willst, zu überlegen, wie kann ich ein Produkt kreieren, das ich verkaufe, weil dann bist du schon mal entkoppelt von der Zeit. Dann musst du schauen, wie kann ich das Ganze möglichst wertvoll machen, was ich verkaufe und wie kann ich idealerweise auch eine hohe Marge haben. Da gibt es heutzutage eine Handvoll geiler Dienstleistungen, eine Handvoll geiler Produkte, meistens digitale Dienstleistungen, zum Beispiel Agenturdienstleistungen, Beratung, Coaching, Training, Weiterbildung. Das sind alles Produkte, die haben eine unfassbar hohe Marge, weil du kaum Kosten hast. Ja, du musst nur dein Know-how mitbringen, einen Laptop haben, Handy haben und ein paar Softwares haben. That's it. Und du kannst trotzdem Preise verlangen von 2.000, 5.000, 10.000 Euro mehr pro Kunde. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Ja? Wie kannst du etwas erlernen, das so wertvoll ist, dass du in der Lage bist, 2.000 bis 10.000 Euro pro Kunde und mehr teilweise zu verlangen? Und da geht es jetzt los. Ich habe mich damals gefragt, wie kann ich etwas erlernen, was so wertvoll ist. Ja? Und ich habe mich selbst weitergebildet in vielen Bereichen. Webdesign zuerst, dann bezahlte Ads schalten bei Facebook, dann Content Marketing, dann Unternehmensaufbau, Mitarbeiter ausbilden. Und ich habe diese ganzen Skills nach und nach und nach und nach und nach immer wieder weitergegeben, habe das Ganze im Auftrag von Dritten gemacht, habe Dritte auch darin beraten und habe damit immer mehr Geld verdient im Laufe der Zeit. Ja? Das sind irgendwann jährlich Millionensummen geworden. Natürlich kam dann ein Team dazu, kam Partner dazu. Mittlerweile mache ich auch Software mit unserem Unternehmen. Ja? Wir haben 2 Softwares in der Firmengruppe, die auch 7-stellige Umsätze machen im Jahr. Das heißt also, diese Dinge machen mich und meine Zeit nach und nach wertvoller. Und weil ich einen Weg gefunden habe, eben mich, mein Wissen und das, was ich tue, in Produkte zu geben und diese Produkte online skalierfähig anzubieten und diese Produkte zehntausenden Menschen nach und nach zugänglich zu machen, das sorgt dann dafür, dass ich heute hier stehe und eben diese Summen hier machen kann. Und diese Summen haben sich gerade erhöht. Ja, ich aktualisiere jetzt einmal ganz kurz hier schnell noch einmal diese App, damit du siehst, das Ganze ist jetzt weiter gerade gestiegen. Während der Sprechzeit hier ist es quasi, glaube ich, ein Tausender mehr geworden. Das heißt also, in den letzten Minuten habe ich ein Tausender wieder mehr gemacht, als ich davor hatte, vor Beginn dieses Videos. Und das ist der Punkt, ja, wenn du irgendwann mal an diesen Punkt kommen willst, und ich weiß, 90.000 Euro an einem Arbeitstag vollkommen automatisiert, das ist so viel Geld, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich weiß, das trifft auf 99% der Leute zu, die das Video hier sehen werden, ist mir vollkommen klar. Und ich weiß, du willst auch keine 90.000 Euro am Tag haben. Du wärst schon mit 200 Euro am Tag zufrieden, weil das würde schon extrem viel in deinem Leben bedeuten. Du wärst vielleicht auch mit 1.000 am Tag zufrieden oder mit 2.000 oder 5.000 oder 10.000, egal wo du gerade unternehmerisch stehst. Aber am Ende des Tages führen immer dieselben Schritte dazu. Wie wirst du wertvoller? Wie kannst du mehr intensiv arbeiten mit immer mehr Menschen? Das bedeutet irgendwann zum Beispiel, dass du nicht mehr
der Fachidiot bleiben darfst, dass du irgendwann hingehen musst und du musst dich selber vom Experten, von deinem Know-how her, in ein Produkt hineingeben, in ein Team von Mitarbeitern hineingeben, in eine Softwarelösung hineingeben und du musst skalierfähig werden. Und wir können Leuten das zeigen. Wir können Leuten zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja? Egal, wo du gerade stehst, wir können dafür sorgen, dass du wertvoll wirst, dass du dich in eine Dienstleistung einbringst, später in eine Art Service, der standardisiert ist, einbringst, dass du Mitarbeiter diese Sachen beibringen kannst, dass du das Ganze irgendwann richtig packaged in standardisierte Produkte, die den ganzen Tag verkauft werden können und wie du nach und nach auf immer höheren Level kommst. Ja, wir machen bei unserer Consulting-Firma allein dieses Jahr wahrscheinlich an die 40 Millionen Euro und haben noch viele, viele weitere Unternehmen. Und das ist das, worum es geht. So baust du langfristig wahren Wohlstand auf, indem du dich immer wieder fragst, wie werde ich wertvoller für andere Menschen? So, wenn du jetzt schon selbstständig bist, melde dich bei uns auf der Seite www.andreasbaulig.de. Ich kann dir zeigen, wie du als Coach, Berater, Trainer, Experte, Dienstleister auf den nächsten Level kommst oder wie du deine Expertise, die du gerade hast, in ein Coaching, in ein Beratungsangebot verpackst und damit 2.000 bis 10.000 Euro oder mehr pro Kunde nehmen kannst. Das ist kein Problem. Falls du keine Expertise hast, dann geh bitte auf www.business.de. Dort haben wir jede Menge Skills vorbereitet, die du jetzt lernen kannst, mit denen du jetzt ein Business starten kannst, die sehr, sehr wertvoll sind in 2023 und fortfolgend. Business.de, die Nummer 1 Anlaufstelle, um sich dabei weiterzubilden. Das sind so die wichtigsten Dinge. Ja? Das ist die wichtigste Frage. Wie werde ich wertvoller? Wie werde ich in der Intensität auch wertvoller für immer mehr Menschen? Wie kann ich diese Services skalierfähig an immer mehr Menschen ausrollen? Da können wir dir weiterhelfen, egal was du machst. Geh auf unsere Webseiten. Hier unten findest du mehr Informationen in der Infobox. Und wir sehen uns an gleicher Stelle. Bis zum nächsten Mal. Dein Andreas Baulig.